Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe demokratische AfD-Fraktion, lieber Rest des Hauses. Frau Orlib, wir gehen da gar nicht so mit so wutschäumend hier ans Rednerpult und beschimpfen irgendjemand, so wie Sie das versucht haben zu tun. Wir wägen nur zwei Dinge ab. Auf der einen Seite unsere doch sehr, sehr gut ausgestatteten und besoldeten Vollzeitjobs, die wir als Abgeordnete verbringen. 11.200 brutto im Monat, ab dem 1.7. 5.000 Euro netto im Monat. Dazu drei finanzierte Büros in Berlin, Sachleistungen 12.000 Euro im Jahr, Mitarbeiterpauschale im Monat 26.000 Euro, freie Fahrt, erste Klasse Bundesbahn, bundesweit, Inlandsflüge, Fahrdienst in Berlin, hälftiger Zuschuss zur Krankenversicherung, Rentenansprüche verdienen wir, erdienen wir, bekommen wir pro Jahr Bundestag 280 Euro. Das heißt, weit über 1.000 Euro Rentenansprüche für 4 Jahre Bundestag. Wenn ich aus dem Bundestag ausscheide, bekomme ich meine Brutto-Diäten weiter bis zu 18 Monaten, 11.200 Euro im Monat für nichts. Für nichts tun. Das müssen Sie den Leuten mal draußen erklären. Das ist also die eine Seite der Medaille. Das ist die eine Seite der Medaille. Dann sind wir auf der anderen Seite der Medaille. Das sind alles Fakten. Und ich weiß gar nicht, warum Sie bei diesen Fakten so ausflippen. Müssen sich mal darum kümmern. Auf der anderen Seite der Medaille steht dann, was wird hier an Sitzungswochen abgearbeitet? 52 Wochen hat das Jahr. Wir reden im Durchschnitt über 21 Sitzungswochen, also nicht mal die Hälfte, die Sie hier in Berlin verbringen wollen. Im konkreten Fall jetzt sprechen wir über 12 Sitzungswochen im ersten Halbjahr 2025. Das ist erklärbar, weil wir das zweite Halbjahr noch nicht abschätzen können, wegen der Bundestagswahl, die ja, wenn Sie sie stattfinden lassen, dann da stattfinden wird. Aber es ist ja nicht so, dass in Jahren der Bundestagswahl mehr Sitzungswochen im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir werden also irgendwo bei unter 20 Sitzungswochen landen. Und dann guckt man sich mal an, wo sind keine Sitzungswochen? Das Jahr beginnt für Sie erst am 13. Januar. Karneval, Fasching, Reminiszenzen an die Bonner Republik, 2 Wochen Urlaub. Vor und nach Ostern sehen wir uns 4 Wochen überhaupt nicht. Dann machen wir mal 4 Wochen Osterpause. Nach Pfingsten sehen wir uns 2 Wochen auch nicht. Mich stört's nicht. Sie stört es dann vielleicht. Wir haben interessanterweise die Brückentage, 1. Mai, Himmelfahrt und Frohen Leichnam sowie die Ferien in Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern eingepreist. Und jetzt erzählen Sie, Sie nutzen die Zeit, die Sie nicht in Berlin verbringen, gehen Sie in den Wahlkreis. Ich habe Ihnen gerade mal vorgelesen, Sie sind nur in Urlaubs- und Brückentagenwochen im Wahlkreis. Das heißt, Sie sind im Wahlkreis, wenn Ihre Wähler überhaupt nicht da sind. Und das ist doch sowas von durchschaubar, meine Damen und Herren. Werden Sie einfach so fleißig wie wir von der Alternative für Deutschland. Letztlich ist auch noch zu bedenken, die Regierung, die wir ja alle kontrollieren sollen, regiert, oder das, was sie dafür hält, 52 Wochen im Jahr. Und da sollten wir doch sagen, okay, ein Großteil des Jahres kontrollieren wir mal, was die da tun, und begnügen uns damit, nicht nur einen Bruchteil des Jahres hier in Berlin zu verbringen. Deshalb unsere Bitte, 1, 2 Sitzungswochen mehr. Wir haben keine konkrete Sitzungswoche genannt. Da haben Sie völlig recht, Frau Orlib, weil Sie von vornherein gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Herr Brandner, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich muss sonst das Mikrofon abstellen. Gehen Sie noch mal in sich, denken Sie noch mal drüber nach. Okay. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich